Unterwasserbasis Graf Schabernack. Ja, hier Unterwasserbasis lustig, hallo. Hallo. Ist der Graf da? Der Graf, der sitzt gerade im Whiskyzimmer und hört die neue Platte von Heino. Ja, stellen Sie mich da mal bitte hin. Ja, einen Moment. Danke. Der hat gerade Kopfhörer auf, ich mag den nicht stören. Was wollen Sie denn? Ist es wichtig? Es ist äußerst wichtig. Können Sie ihm irgendwie mal... Werfen Sie mal irgendwas an den Kopf, einen Stein oder so. Ja, einen Moment. Hat nichts geholfen. Oh, jetzt regt er sich. Doch, jetzt regt er sich. Ja, ich übergebe. Einen Moment, ja. Ja, danke. Hier, das ist schon wieder die Nervensäge. Ja, hallo, hier der Graf. Ja, moin Graf, fürs Lustige Moin. hier. Na, Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder was? hast du einen neuen Handlanger? Nee, wieso? Der war ja halbwegs freundlich. Er hat heute einen guten Tag gehabt. Na, ich verstehe. Du klingst aber nicht gerade begeistert. Ja, Graf, es ist wieder mal Zeit für unseren Podcast und ich werde von einer Sinnkrise nach der nächsten heimgesucht. Na, eigentlich keine Sinnkrise, aber mir fällt kein Thema mehr ein. Und obwohl es doch heute eigentlich ein Tag zum Feiern ist, weil es ist ja unser erster Schnapszahl-Podcast, ne? Die Nummer 11. Ey, warte kurz, ich mache einen Sekt auf. Prost. Ja, 11 Podcasts, blicken wir zurück. Auf die lange Entstehungsgeschichte. Wir Nächste Woche. dachten schon, nach dem ersten wäre Schluss. Und dann kamen aber doch noch 10. Sehen Sie nächste Woche ein Best-of aus 10 Aus Podcasts. 10 Podcasts. Wir haben extra Gäste eingeladen und Graf Gülenstern geladen. Und Graf Schabernack. Und Fürst Lustig ist vielleicht auch da, Genau. wenn er Zeit hat. Wir trinken Fanta mit Strohhalm. Ja. Ja, lieber Fürst, die Sinnkrise, die bezieht sich darauf, dass du meinst, es fallen keine Themen mehr ein, oder was? Richtig. Oder fällt dir jetzt erstmal was ein? Jetzt so spontan. Ja. Ich meine, wir könnten natürlich darüber berichten, wie wir beide neulich Backgammon und Stadt, Land, Fluss gespielt haben. Ja, das könnte man machen, aber nee. Oder? Oder wir spielen jetzt einfach mal eine Partie Stadtlandfluss. Zumindest mit. Ja, mein Gott, Ja, okay. wir haben ja jetzt sonst eh nichts zu tun, ne? Dann Ja, stimmt. lass uns mal eine Runde spielen. Du darfst den Buchstaben aussuchen. Ja, nee, warte, ich zähle jetzt von A los und du sagst Stopp und dann gucken wir mal, wo wir sind. Okay. Aber ich brauche noch mal eben was zu schreiben. Warte mal. Handlanger! Ja, gut, hab was da. Ja. Vielen Dank. Okay, also du sagst A und Sagst du irgendwann Stopp und dann. dann sag ich irgendwann Storm. Das ist richtig. Okay. Ja, dann mal. Warte, ich muss mich kurz vorbereiten. Ich muss meine Gedanken sortieren. Ich habe ja gerade noch Heino gehört, übrigens. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Hast du die neue Platte? Selbstredend. Selbstredend. Ja, Platte nicht, auf Band habe ich das. Sensationell, sensationell. Aber einen Buchstaben, so. A. Z. A. Stopp. G. Wie bist du denn so langsam zu G gekommen? A, B, C. So in etwa. Okay. Also G. Und wie machen wir das jetzt? Wenn einer fertig ist, muss er jetzt hier schreien, oder was? Ja, dann würde ich sagen, wir haben 1 Minute Zeit. Eine Minute, okay. Ab Jetzt. jetzt. Stadt.
Also ich hab schon Wir mal einen Namen. haben noch gar keine Kategorien. Fällt mir Ich jetzt gerade auf. dachte so wie neulich. Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, Beruf. Ja. Okay, gut, also nochmal. Ab jetzt. Jetzt habe ich aber schon bei zwei Sachen was stehen. Ja, ich auch. Ja, also nur noch 50 Sekunden. Na gut. Ach. Mir fällt Okay. kein Fluss Ah ein. ja. Doch, mir schon. Oh, ich hab ein Tier. Da bin ich ja mal gespannt. Das habe ich neulich noch gesehen. Persönlich. Ja, ich habe auch eins, das schwamm letztens bei mir an der Unterwasserbasis vorbei. Okay. Okay. Fertig. Wie fertig? Ja, ich bin fertig. Ja, jetzt habe ich keinen Fluss. Pech. Oh Mann. Ja gut, derjenige, der fertig gesagt hat, der muss ja anfangen, ne? Ja, also erstmal Stadt, da habe ich Gammelshausen. Wo soll das denn liegen? Gammelshausen, Das hast du dir doch die. jetzt ausgedacht. Nee, 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 nee. Gammelshausen ist ein ganz wunderschöner Ort. Ja. Der liegt, das muss ich jetzt erstmal wieder nachgucken. Aber ich weiß, dass es den gibt. Der liegt. Gammelshausen. Gammelshausen liegt im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg. Ja, Gehört zur jetzt sieht. Randzone der Metropolregion Stuttgart. Oha, Gammelshausen. Gammelshausen. Jetzt müssen wir noch über die Bedeutung Stadt philosophieren. Ab wie viel Bewohner ist eine Stadt eine Stadt? Das haben wir schon mal in Podcast 6, glaube ich, gemacht. Ja, also ich glaube nicht, dass Gammelshausen eine Stadt ist, sondern eher ein Einöd oder ein Dorf. Aber hat 444 Einwohner je Quadratkilometer. Okay, ist eine Stadt. Ja, was hast du Also, denn? ich habe Schalke. Schalke. Ja, Schalke halt, ne? Schalke, okay. Ja, ist doch Gelsenkirchen, ne? Ja, okay, das kann man gelten lassen. Obwohl Schalke. man dir ja für Schalke gleich wieder was abziehen müsste, ne? Ja, aber wer sagt denn Gelsenkirchen? Das spielt doch nicht Dortmund gegen Gelsenkirchen, sondern spielt Dortmund gegen Schalke. Das stimmt. Na gut. Also Schalke ist ja eigentlich, also Ja. Schalke ist wie, als würde ich sagen, G Gelsenkirchen. Ja, na gut. Ja, dann Also steht es 1:1. 1-1, ja. Ja, machst du weiter oder bin ich dran? Ja, also bei Land habe ich Gesamtdeutsches Reich. Das war ja auch schon ein bisschen grenzwertig, ne? Der Graf lebt in der Vergangenheit. Ja, was hast du denn? Jetzt kommst du mir mit irgend so einem Entwicklungshilfeland. Außerdem heißt es, glaube ich, Großdeutsches Reich. Wenn schon. Gesamtgroßdeutsches Reich. Ja. Ne, ich habe natürlich Guatemala. Ach ja. Oh, Ja. der feine Herr Guatemala. Ja, der feine Herr. Hast wohl im Erdkundeunterricht gut aufgepasst. Ja. Ja. Wo soll denn dein Großdeutsches Reich bitte sehr liegen? Machen wir weiter mit Fluss. Machen wir weiter mit Fluss. Ja, da habe ich nix. Ich habe die große Laber. Es lohnt sich nicht drüber zu reden. Ich weiß nicht, wo es ist. Ein Nebenfluss der Donau. Ach so, ah ja. Ja. Ich war ja neulich auf einem Grafenseminar, wo mehrere Gräfe zu Gast waren. Aha. Und da habe ich einen Graf kennengelernt, dessen Vornamen ich mir jetzt mal für dieses Spiel geklaut hat. Habe, denn der hieß Graf Giselbrecht. Ja, da habe ich Geltrudis. Was? Geltrudis, das ist ein weiblicher Vorname. Von 1504. Ja, aber Giselbrecht ja wohl auch. Ja, gut. Ich will Der noch hat mal noch. eben kurz zusammenfassen, dann steht es jetzt ja 4 zu 3 für mich, richtig? Weil du ja keinen Fluss hattest. Ja, weil ich keinen Fluss habe. Ja. Also, du Und. lässt auch mein Großdeutsches Reich lässt du gelten, ja? Ja, so ausnahmsweise. Na gut, okay. Aber es ist schon grenzwertig. Ja, ist ja gut. Tier. Da habe ich die Gelbwangen-Schmuckschildkröte. Ja. Ist die wirklich? Ja, gut. Ich habe übrigens zwei, damit kann ich wieder ausgleichen. Aha. Ich habe den Grinch und den Gilb. Was ist denn der Gilb?
Ja, der ist einerseits ganz lieb, aber auch gefährlich, wenn er gereizt wird. Was macht der denn? Der gilbt vor sich hin, den ganzen Tag. Du hast einen. Du willst, glaube ich, auf das Werbemaskottchen eines Waschmittelherstellers hinaus. Also, ich habe 2 Punkte dann, ne? Auf gar keinen Fall. Aber der Grinch zählt. Eigentlich nicht, aber du liegst ja sowieso schon zurück, deswegen, ne, ich will es ein bisschen spannend machen. Den Grinch lasse ich dir gelten, aber der Gilb ist ja wohl kein Tier. Den Grinch lasse ich dir gelten. Spiel mal eine Runde, Mensch, ärgere dich nicht, Kollege. Was jetzt sofort? Damit du auch mal verlieren lernst. Den Grinch, den lasse ich dir noch 10, aber den Gilb nicht. Was ist denn So. eigentlich der Grinch für ein Tier? So, dann haben wir noch Beruf. Ja, dann lass mal hören. Da habe ich. Was? Ich kann meine Schrift gar nicht lesen. Das ging so schnell hier. Gehhilfe. Eine Gehhilfe? Ja. Eine Krücke oder was? Gehhilfe. Ach, Gehilfe! Gehilfe! Ja. Gehilfe. Als Beruf habe ich einen Großraum-Lenktechniker. Was soll das denn bitte sein? Auch bekannt im umgangssprachlichen Raum als Busfahrer. Wie war das? Wie war das? Ein Großraum-Lenktechniker. Großraum-Lenktechniker. Also Ja. da, ich find, dafür verteile ich 2 Punkte für dich. Das ist aber nett. Ich Den. wollte mich jetzt gerade mit dir auf ein Unentschieden einigen, aber na Nein, gut, nein, dann. nein, den kannst du haben. Na, danke. Dafür können wir ja vielleicht meinen Gilb noch mal überdenken. Na Nein. gut. Lass mich kurz überlegen. Nein. Gut, also wir sind dann ja hiermit wieder unserem Bildungsauftrag quasi nachgekommen. Ja, das ist richtig. Für alle, die ja, Stadt, Land, Fluss auf spielerische Art und Weise lernen wollen, sind bei uns genau richtig. Sind bei uns genau falsch. Passen zusammen, Schalke und der Gil. Lieber Fürst, ich werde mal über deine, warten Sie kurz, über deine Gedanken zum Thema der Podcast ist tot nachdenken. Ja. Wenn Sie sagen, Sie sind in einer Sinnkrise, ich denke, das sollten wir mal zum Thema machen. Okay. Bei einer heißen Tasse Milch, gerne bei mir in der Unterwasserbasis. Ich würde sie von meinem Handlanger einsammeln lassen. Ja. Ja, das klingt ja schon mal ganz schön schlecht. Ja, leider ja. Aber wir müssen es diskutieren. Wir müssen es diskutieren. Okay, jetzt sofort? Nee. Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt nur an der Tagesform lag, ne, oder einfach daran, dass in dieser Woche einfach wirklich nichts passiert ist. Es ist wirklich nichts passiert. Das ist wahr. Aber ja, solche Tage soll man ja auch haben. Ja, das stimmt. Wo es muss ja nicht jede Woche eine richtig kreative Kopfgeburt dabei rauskommen. Eine Steißgeburt. War diese Woche übrigens. Ach Ja. ja, ich möchte aber gerne, weißt du, ich habe zum Abschluss, ich habe ja die ganze Woche über du konntest ja nicht den Fernseher anmachen, ohne dass über dieses Thema Sexismus debattiert wurde da. Ja, Ja, ich möchte, ja. mich zum Abschluss nochmal richtig dazu äußern, indem ich einen Witz erzähle. Ja, mach das mal. Lieber Fürst, du wirst dich wegschmeißen. Warum haben Pferde eine Gehirnzelle weniger als Frauen? Ich habe keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung, Herr Fürst. Nein, ich glaube, du auch so, ich glaube, du hast den Witz auch falsch erzählt. Habe ich den falsch erzählt? Naja, nicht so richtig. Nein, hä, was habe ich denn gesagt? Du bringst mich durcheinander. Ja, erzähl doch mal. Warum haben denn jetzt Nee. Pferde eine Gehirnzelle weniger als Frauen? Ach so, ich hätte anders erzählen müssen. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Oh Gott. Ist das witzig? Das schneiden wir raus. Niemals.
Warum haben Frauen eine Gehirnzelle mehr als Pferde? Das weiß ich auch immer noch nicht. Damit sie beim Putzen nicht aus dem Eimer saufen. Großartig. Oh Gott. Ich gehe noch mal in einen Ja, ja. Volkshochschulkurs Witze erzählen. Ja, zieh dich mal in dein großdeutsches Reich zurück. Oh Gott. Ja, ich gehe wieder Heino hören. Mach es Ja, gut, Fürst. bis dann. Tschüss. Tschüss.